In diesem Video möchte ich die Software AlldoGo vorstellen und dabei handelt es sich um eine sogenannte 2D-Simulationssoftware. Damit ist gemeint, dass wir dort in sogenannten Szenen physikalische Situationen, physikalische Experimente durchführen können. Wie wir sehen, ist die Oberfläche jetzt relativ überschaubar. Es gibt 5 Menüleisten, 1, 2, 3, 4 und 5. Und wir gehen jetzt einfach die Buttons alle durch und schauen uns an, was man damit so alles machen kann. Also hier mit Hilfe dieser Leiste kann man eine neue Szene laden und wenn man jetzt da draufklickt, kann man sich für eine Farbpalette entscheiden. Das hat jetzt physikalisch gesehen gar keine Relevanz. Es geht einfach nur darum, welche Farben werden verwendet. Und bei Standard ist es relativ bunt gewählt. Ne? Wir haben so einen weißen, blauen Hintergrund und sowas wie so eine grüne Grundfläche. Hier können wir die Dateien speichern und gespeicherte Dateien kann man mit diesem Button hier neu laden. Die drei Buttons hier sind einmal dazu da, um die erstellten Dateien mit einer Community auszutauschen. Der Hersteller selbst nennt die Community oder diesen Webserver-Portal AlgoBox. Hier kann man Komponenten erstellen und abspeichern. Das kann man sich so vorstellen, als ob man jetzt nicht eine ganze Simulation speichern möchte, sondern nur einen bestimmten Teil davon. Und das ist hier eher für Lehrer gedacht. Damit kann man Simulationen erstellen und die so ein bisschen mit Text versehen und im Prinzip digitale Arbeitsblätter mit AlldoGo erstellen. So, das war es eigentlich schon zu dieser Leiste. Mithilfe dieser Leiste, das ist die Werkzeugleiste, damit können wir Objekte erstellen. Die Leiste hier ist dazu da, um eine Simulation abzuspielen. Wir haben jetzt hier einen grünen Play-Button und wenn man jetzt mit der Maus drüber geht, kommt noch eine zusätzliche Leiste, da kann man jetzt die Simulationsgeschwindigkeit verändern. Mit diesem Button kann man Schritte rückgängig machen, beziehungsweise das, was man rückgängig gemacht hat, dann wieder rückgängig machen. Also in Englischen wäre es dann ein Undo-Button und das wäre ein Redo-Button. Diese drei Schaltflächen, also das ist einmal hier die Schwerkraft, die kann man hier ein- und ausschalten. Das ist der Luftwiderstand und das hier ist ein Koordinatennetz. Das erleichtert einem das Zeichnen von Objekten in dieser Szene. So, mithilfe dieser Leiste kann man das Aussehen von Objekten verändern und auch einige physikalischen Eigenschaften, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir überhaupt irgendwelche Objekte haben. So, die Simulation ist gerade pausiert. Und mithilfe von diesem Werkzeug, dem Sketch-Werkzeug, kann ich etwas zeichnen und egal wie ich das mache, am Ende sieht es aus wie eine Kartoffel. So, jetzt haben wir ein Objekt mit einer zufällig gewählten Farbe. Und wenn ich jetzt auf Start drücke, fällt unser Objekt einfach zum Boden. Es liegt daran, dass wir in unserer Welt gerade eine Gravitation haben. So, jetzt mache ich das mal rückgängig und schalte die Gravitation aus und starte die Animation. Unser Objekt bleibt jetzt einfach schweben, weil es ja keine Kraft gibt, die die Geschwindigkeit unseres Objektes jetzt verändern würde. So, die Simulation läuft jetzt und ich wähle jetzt ein anderes Werkzeug, das Messerwerkzeug. Und mit dem Messer kann man, jetzt haltet euch fest, man kann damit Dinge durchschneiden. Und wenn ich das hier mache, habe ich mein Objekt zerschnitten und wir sehen, wie die zwei Teile jetzt auseinander schweben. So, dann gibt es ein Verschieberwerkzeug, damit kann ich jetzt ein Objekt im Raum verschieben.
Und dann gibt es ein sogenanntes Zielwerkzeug. Damit kann ich ein Objekt verschieben. Und zusätzlich, da wo ich das festhalte, gibt es auch eine Drehachse. Also wenn ich den Mauszeiger so ein bisschen bewege, kann ich mein Objekt auch andrehen und es dreht sich dann um den Punkt, wo ich das gerade festhalte. Lasse ich los, dann bewegt sich unser Objekt. Und ich kann auch im Laufe der Simulation die Schwerkraft wieder dazu einschalten. Dann fällt das Ding runter und das zweite Teil fliegt dann auch weg. Und jetzt können wir die Chance nutzen und nach dem zweiten Teil suchen. In der Menüleiste gibt es einmal die Zoomfläche. Da kann ich ein bisschen rauszoomen und meine Objekte finden. Beziehungsweise mit diesem Verschieberwerkzeug, wenn ich das ausgewählt habe, kann ich durch links klicken, meine Position in der Welt ändern. Man muss diese Flächen aber nicht benutzen. Reinzoomen geht auch mit dem Drehrad auf der Maus. Einfach reinzoomen bzw. rauszoomen. Man sieht ja auch hier, dass wir reinzoomen und rauszoomen, weil sich ja die Skala verändert. Momentan ist das hier 1 Meter. Zoome ich jetzt fast rein, ist diese Strecke rein 1 Meter. Zoome ich raus, ändert sich natürlich das Ganze. Und wenn ich die mittlere Taste gedrückt halte, kann ich mich auch in dem Raum bewegen. Also diese Flächen, also diese Schaltflächen benutze ich so gut wie gar nicht. Der Unterschied zwischen den beiden Buttons ist, außer dass man mit dem Zielwerkzeug auch Objekte drehen kann, ist noch folgender: Wenn ich die Simulation stoppe, kann ich mit dem Zielwerkzeug die Objekte nicht mehr bewegen. Mit dem Verschiebewerkzeug geht das aber, auch in pausierter Simulation. So, dann gibt es noch 2 Schaltflächen, die einmal hier ein Rotationswerkzeug. Damit kann ich die Objekte um den Schwerpunkt drehen. Und wenn ich nah an dem Drehpunkt bin, kann ich 15 Grad Schritte machen. Wenn ich etwas weiter weg bin, kann ich eine sehr feine Drehung einstellen, bis auf ein Zehntel Grad genau. Also in den meisten Fällen sogar mehr als ausreichend. So, diese 2 Pfeile hier sind zum Skalieren da. Also man hat jetzt hier an den Ecken und Kanten Punkte. Wenn man sich für eine Ecke entscheidet, kann man ein Objekt gleichzeitig in die X- und Y-Richtung skalieren. Und an den Kanten, hier zum Beispiel, kann ich nur in die Y-Richtung skalieren, beziehungsweise an so einer Kante nur in die X-Richtung. So, warum in dieser Menüleiste die Buttons in diese farbige Blöcke sortiert wurden, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, das hat rein optische Gründe. Also die Trennung ist ja nämlich nicht so ganz scharf. Das Pinselwerkzeug. So, damit kann man wie mit einem Pinsel ein Objekt zeichnen und überall, wo wir jetzt waren, entsteht ein Objekt. Ja, wenn wir jetzt die Simulation starten, verhält sich so ein Objekt genauso wie das da. Mit einem Pinsel schafft man aber auch Objekte zu kreieren. Schafft man es, Objekte zu kreieren, die sozusagen Löcher drin haben. Also ich kann jetzt auch ein Objekt in einem Objekt drin zeichnen. Ist ganz lustig, vor allem wenn man das so ein bisschen zieht. Ja, und irgendwie nach oben wirft und so weiter. So, tschüss. So, dann gibt es noch ein Löschwerkzeug. Damit kann man Teile eines Objektes wegradieren und sozusagen Löcher in Objekte reinradieren. Und mit der Pinselgröße kann man die Größe des Werkzeugs natürlich auch verändern. Und bei den Pinsel selbst kann man das natürlich auch machen. Das ist ja gar kein Problem. So, jetzt kommen wir zu einem Polygonwerkzeug. Damit kann man ähnlich wie mit diesem Werkzeug Dinge zeichnen. Nun ist es so, dass wenn ich kurz warte, wird aus diesen Punkten, die ich
wo ich sozusagen die Richtung geändert habe, wird daraus ein Viereck gemacht. Also man schafft damit Vierecke, wenn man so ein bisschen weiter, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Man kann Vierecke machen. AlloGo rechnet daraus jetzt einfache geometrische Figuren aus. Ich halte die Maustaste noch gedrückt und dann kann ich mein Rechteck in diesem Fall noch um den Schwerpunkt drehen. Also es glaube sehr gut und nett gemeint, das Werkzeug. Selbst benutze ich das nicht so gerne. Also ich finde es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, dann das Zahnradwerkzeug, das würde ich gerne gleich machen. Jetzt kommen wir zu zwei relativ einfachen Werkzeugen. Damit kann man Rechtecke ziehen. Es wird einem auch angezeigt, wie groß ist das Rechteck. Also hier etwa 2 Meter Breite und 1,36 Meter Höhe. So, das gleiche gilt für Kreise. Da wird der Radius angezeigt. Wenn ich Rechtecke zeichne, benutze ich gerne hier das Gitter. Dazu gehen wir einmal hier, da gibt es etwas mehr Platz. Wenn ich das Gitter einschalte, haften diese Objekte an dem Gitter. Also wenn ich jetzt hier bin, dann wird ein Kreis mit dem Mittelpunkt gezeichnet, da wo sich zwei Linien schneiden und der Radius wird auch entsprechend eingerastet. Und das gleiche gilt natürlich auch für Vierecke. So, dann kommen wir zu einem Ebenenwerkzeug. Damit kann man ein Objekt erstellen, das eine, ja, für AlloGo im Prinzip einen unendlichen Ausmaß hat. Die Ebene geht nämlich jetzt unendlich weit nach oben, unendlich weit nach links und unendlich weit nach rechts. Beziehungsweise irgendwann ist auch Ende von dieser AlloGo-Welt, irgendwann erreicht man so eine Wand. Also es geht ja da bis zu einer Wand, nach links bis zu einer Wand und nach oben bis zu der Decke. So, jetzt ist es doch ziemlich voll geworden hier in dieser Szene. Ich mache mal eine neue Szene, damit wir mehr Platz haben. Gerne würde ich jetzt ein Zahnrad zeichnen. So, hier kann man Zahnräder erstellen, die je nachdem, welchem Radius wir gewählt haben, unterschiedliche Anzahl von Zähnen hat. Haben und über die Zahnradgröße kann man auch die Größe dieser Zähne variieren. Wenn man die Simulation jetzt startet, passiert Folgendes: Diese Zahnräder fallen nicht runter. Es liegt daran, dass sie mit diesen Drehachsen hier an dem Hintergrund befestigt sind. Ja, also Zahnräder sind Objekte, die vordefiniert schon an dem Hintergrund haften. Und dass es drehbar ist, sehen wir daran, wenn ich jetzt daran ziehe, kann ich das so ein bisschen andrehen, genau wie hier. So, in der blauen Gruppe gibt es noch ein Seil. Ein Seil kann ich einfach so zeichnen. An dem ersten Punkt, wo ich angefangen habe zu zeichnen, wird das an dem Hintergrund befestigt. Ich kann es auch aber auch an Objekten befestigen. So Seile kann man auch zerschneiden. In diesem Fall werden sie nicht mehr befestigt. Und bei den Seilen gibt es auch die Möglichkeit, Seile als Ketten darzustellen. Im Prinzip verhalten sich aber die Ketten genauso wie die Seile. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach nur die optische Darstellung. Aus physikalischer Sicht verhalten sie sich vollkommen gleich. So, das war es eigentlich auch schon zu den Ketten und Seilen. Gehen wir einmal hier in diese Richtung und gucken uns das hier an. Das ist eine Feder. Um zu sehen, was diese Feder tut, erstellen wir
ein Rechteck. Dazu starte ich, stoppe ich aber zuerst die Simulation. So, das wird jetzt ein Rechteck sein. Und man kann sich schon denken, was passiert. Ich befestige eine Feder an dem Rechteck und hier wird die Feder fest an dem Hintergrund befestigt, fixiert. Und wenn ich die Simulation starte, haben wir ein Rechteck, eine rechteckige Masse an der Feder. Dass diese Feder wirklich elastische Eigenschaften hat, kann man hier sehen, wenn ich da dran ziehe. Ja, haben wir das klassische Verhalten einer Feder. So, dann kommen wir zu diesem Fixierwerkzeug. Man kann Objekte an dem Hintergrund, wie schon der Name sagt, fixieren. So wie mit einer Schraube festschrauben oder mit dem Nagel festnageln. Wenn ich die Simulation starte, kann ich mein Objekt hier nicht mehr ziehen. Es ist fest. Was aber funktioniert, ist das Verschieben. Also ich samt der Schraube kann ich die Objekte dann im Raum neu platzieren. So, das hier ist die Drehachse. Kennen wir eigentlich schon von dem Zahnrad. Ich mache mal wieder ein Rechteck, stoppe kurz die Simulation. So, fixiere das Ganze hier, starte die Simulation und wir sehen, wir haben ein Rechteck, was wir hier drehbar gelagert haben. Diese Drehachse ist aber gleichzeitig auch etwas mehr als, so ein, als nur ein Drehpunkt. Wenn wir zum Beispiel, also wenn wir jetzt mit der rechten Maustaste auf unser Drehpunkt draufklicken, sehen wir auch so eine Drehachsen-Eigenschaft. Und da kann man zum Beispiel ein Häkchen bei Motor setzen. Und dann haben wir sozusagen einen Antrieb in diesem Kugellager. Und man kann jetzt sagen, RPM ist Rotation per Minute. Also wie oft dreht sich das Ding pro Minute? Jetzt sind wir bei 15 Mal pro Minute. Also eine Umdrehung dauert 4 Sekunden, wenn ich mich nicht verrechne. Bei 60 Umdrehungen pro Minute haben wir einen Takt von einer Sekunde und so weiter. Da kann man jetzt einfach irgendwelche Zahlen reinschreiben oder an diesem Schieberegler drehen. Das Drehmoment des Motors spielt hier eigentlich nicht so die Rolle. Das sagt, jetzt salopp gesagt, wie stark ist unser Motor? Also Drehmoment in Newtonmeter. Also hier, wie schnell wir uns drehen, dort mit welcher Kraft, könnte man sagen. So, ein Motor ist nicht die einzige Möglichkeit, Objekte beweglich zu machen. Was ich sehr mag, ist hier dieser Schubdüsenwerkzeug. Ich pausiere mal die Simulation, erstelle mal ein Rechteck. Da kommt jetzt eine Schubdüse. So, wir starten die Simulation und sehen, es passiert gerade nicht viel. Es liegt daran, dass die Schubdüse jetzt gerade etwas zu schwach ist, um unsere Masse zu bewegen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, es zu verändern. Entweder klicken wir rechts auf die Schubdüse und geben ihr etwas mehr Kraft. Momentan sind wir bei 5 Newton. Wenn wir das aber erhöhen, sagen wir 10. Na, immer noch zu wenig. So, jetzt ist das Ding gerade weggeflogen. Und die zweite Möglichkeit wäre übrigens, die Masse von unserem Objekt zu verändern. So, machen wir das Ganze kurz rückgängig. So, jetzt sind wir, bevor wir gestartet sind, ich stoppe die Simulation, gehe wieder auf eine Kraft von 25 Newton und damit uns unser Objekt jetzt nicht wegfliegt, klicke ich mal mit der rechten Maustaste drauf und unter Auswahl kann man jetzt sagen, die Ansicht soll dem Objekt folgen. Dann müssen wir jetzt nicht selber suchen, sondern AlloGo wird für uns automatisch suchen. So, ich starte mal die Simulation. Und jetzt fliegen wir kurz
mit. Also wir sehen, das ist gerade ein relativ turbulenter Flug. So, es bleiben noch drei Werkzeuge. Einmal ein Laserwerkzeug, einmal eine Leuchtspur und einmal ein Texturwerkzeug. Also in dieser Szene können wir uns noch die Leuchtspur angucken. Wenn ich hier jetzt auf ein Objekt draufklicke, so, dann haben wir jetzt so einen Punkt. Und wenn die Simulation gestartet wird, hinterlässt dieser Punkt sozusagen so eine Farbe, die irgendwann verblasst. Und da kann man jetzt verfolgen, wie sich unser Objekt in dem Raum bewegt hat. Mit Rechtsklick kann man auch einstellen, wie lange leuchtet es nachts. Momentan ist es 1,5 Sekunden. Ich finde es relativ wenig. In den Simulationen, die ich durchführe, lasse ich die Leuchtzeit bei 600 Sekunden, also bei 10 Minuten, sodass ich jetzt die komplette Strecke nachvollziehen kann. Und bei den Durchmesser gehe ich auch meistens ein bisschen runter. Und jetzt kann man den ganzen Weg nachvollziehen. So, ich stoppe die Simulation und starte eine neue Szene. So, ich erstelle mal wieder ein Objekt. Und jetzt kommen wir zu einem Laser. Und man sieht jetzt hier einen Laserstrahl, was an diesem Objekt so ein bisschen reflektiert wird. Man sieht hier einen reflektierten Strahl, also dazu würde ich in einem anderen Video etwas genauer darauf eingehen. Bei dem Laser, was kann man da mit dem machen? Man kann ihn so ein bisschen drehen. Und eine interessante Eigenschaft ist, man kann mit dem Laser auch Objekte schneiden, indem man sagt, du hast auch eine Cutter-Eigenschaft, also eine Schneidereigenschaft. Wenn man das jetzt macht, sieht man, dieser Strahl geht jetzt durch unseren Körper hindurch. Und mit dem Zielwerkzeug sieht man auch, dass unser Objekt da gerade durchgeschnitten wurde. Und wenn man jetzt hier so weitergeht, kann man auch Teile von dem Objekt abschneiden. So, das letzte Werkzeug hier ist ein Texturwerkzeug. Das können wir aber erst dann verwenden, wenn wir irgendwo eine Textur haben. Und ich starte dazu eine neue Szene. Erstelle ein Objekt. Und jetzt kommen wir zu dieser Menüleiste. Da kann man nämlich das Aussehen bzw. physikalische Eigenschaften eines Objektes ein bisschen ändern. Fangen wir mit dem Material an. So, hier gibt es vordefinierte Materialien, einmal Standard, einmal Glas, Gold und Helium, Eis, Gummi, Stahl, Stein und Holz. Ich nehme mal hier Stein. Und wenn ich jetzt ein Objekt zeichne, haben wir eine Oberfläche, die an einen Stein erinnert und eine bestimmte Dichte hat. Also wenn ich jetzt ein Objekt noch auswähle, zum Beispiel mache ich aus diesem Objekt etwas aus Holz, auch hier wird jetzt ein Bild einer Holzfläche als sozusagen aus Tapete draufgeklebt. Und jetzt können wir kurz zu diesem Texturwerkzeug gehen. Mit diesem Werkzeug kann ich das Bild innerhalb des Objektes ein bisschen verschieben. Da kann ich auch reinzoomen oder rauszoomen, je nachdem, was man sich jetzt so gerade, was man gerade so braucht. Die Textur an sich ist nur dazu da, um die Objekte optisch zu verändern. An den physikalischen Eigenschaften ändert die Optik eigentlich nichts. Die physikalischen Eigenschaften stecken nämlich hier. Also hier haben wir jetzt die Dichte, die Masse, Reibung, Stoßelastizität, Elastizität und die Anziehung. Und wenn man die Simulation startet, sieht man auch, wie sich die Objekte bewegen. Ich finde es ganz witzig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, du solltest jetzt aus Helium sein, dann wird es auch aufsteigen. Man kann auch während der Simulation das Material ändern, dann musste unser Objekt gleich wiederkommen. Und auch die optischen Eigenschaften, wenn wir jetzt einen Laser nehmen,
Ja, durch ein Glas geht ein Strahl super hindurch, durch Holz eher weniger und es wird auch nicht sonderlich gut reflektiert. So, dann sind wir schon fast durch. Noch zwei Schaltflächen. Ich starte mal wieder eine neue Szene. Also, ich wollte jetzt nicht mit dem Laser starten. So, ein Objekt. Ich markiere das Objekt und bei der Darstellung kann ich jetzt die Farbe meines Objektes ändern. Man kann auch die mit diesem Wert, A steht für den Alpha-Wert, das ist jetzt die Durchsichtigkeit. Also 100% bedeutet, das ist gar nicht transparent und 0% sozusagen unsichtbar. Wenn man sich für eine Farbe nicht entscheiden kann, kann man sich auch eine zufällige Farbe auswählen lassen. Was gibt es hier noch? Den Maßstab. Da kann man jetzt an dem Objekt selbst ablesen, welche Ausdehnung dieser hat. So, das ist auch noch interessant. Visualisiere Geschwindigkeiten zum Beispiel, wenn ich da draufklicke und die Simulation starte. Sehen wir auch die Geschwindigkeit, die unser Objekt gerade hat. Und wenn ich den zum Beispiel jetzt ein bisschen hochwerfe, sehen wir jetzt zum jeden Zeitpunkt die momentane Geschwindigkeit des Objektes. Also in der Physik eine tolle Sache. Eine Besonderheit bei der Darstellung gibt es noch bei Kreisen. Wenn man einen Kreis erstellt, gibt es hier so eine Ecke, so ein Segment, was eine andere Farbe hat, damit wir auch die Drehung eines Kreises sehen können. Also wenn ich jetzt an dem Kreis so ein bisschen ziehe, können wir an dieser Stelle erkennen, dass es sich dabei wirklich um eine Drehung handelt. Wähle ich jetzt meinen Kreis aus, sehe ich hier diese Darstellung. Also das wird hier in dem Programm Kuchenstück gemeint. Ich kann es ausblenden. Ich kann aber auch eine Gradskala anzeigen lassen, beziehungsweise sogar beides, und dann kann ich die Drehung noch genauer nachvollziehen. Und in dieser Schaltfläche, da geht es um sozusagen ja, die Darstellungseigenschaften nicht von einem Objekt, sondern von einer ganzen Szene. Und wenn ich jetzt auf zum Beispiel hier Geschwindigkeiten anzeigen lasse, dann werden alle Objekte ihre Geschwindigkeiten zeigen. Also wenn ich das hochwerfe, sehen wir an allen Objekten die Pfeile und ich muss sie nicht einzeln auswählen. Ich glaube, für den Anfang reicht es auch.